Carl Zeiss, die Biografie mit einem Kurzbeitrag zu Otto Schott. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Hallo, liebe Interessierte und Freunde. Ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl und für die Resilienz unserer Gesellschaft. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche Einleitung mit einer Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Carl Zeiss vor. Mit Berücksichtigung von Friedrich Otto Schott und Ernst Abbe und die Entwicklung der weltbesten Linsensysteme. Carl Zeiss zu seiner Biografie. Carl Zeiss wurde am 11. September 1816 in Weimar geboren und starb am 3. Dezember 1888 in Jena mit 72 Jahren. Carl Zeiss war ein deutscher Feinmechaniker, Optiker und Unternehmer, der im 19. Jahrhundert die weltweit besten optischen Linsen für Mikroskope, Fotoapparate und Teleskope entwickelte. Er blieb trotz mancher Rückschläge konsequent und hob die Optik aus der Stufe eines probierenden Handwerks heraus. Zeiss stellte die Berechnung von Linsensystemen durch seinen Partner Ernst Abbe auf eine wissenschaftliche Grundlage. Diese Qualitätssteigerung führte zum wirtschaftlichen Erfolg und dem Aufbau eines bis heute erfolgreichen Großbetriebes, der international tätigen Carl Zeiss AG in Jena. Carl Zeiss wurde in Weimar als fünftes von 12 Kindern 1816 geboren, von denen allerdings 6 Kinder schon früh starben. Hier im Bild sein Jugendhaus. Zu den Vorfahren der Mutter, Johanna Antoinette Friederike, geborene Schmidt, 1786 bis 1856, gehören Christiane Vulpius, die Ehefrau von Goethe, der Arzt Christoph Wilhelm Hufeland und der Dichter Jean Paul, bürgerlich Johann Paul Friedrich Richter. Sein Vater, Johann Gottfried August Zeiss, 1785 bis 1849, stammte aus Rastenberg in Thüringen aus einer alten Handwerkerfamilie. Der Vater wurde in Weimar ein tüchtiger und angesehener Kunstdrechslermeister und befreundete sich mit dem Kronprinzen und späteren Großherzog Karl Friedrich, 1783 bis 1853, dem Sohn von Goethes Freund Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Der Prinz lernte bei Vater Zeiss das Kunstdrechslerhandwerk, hier ein heutiger, mittelalterlicher Drechsler im Bild, und es entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft. Bei der Geburt des Sohnes am 11. September 1816 übernahm der Kronprinz, hier im Bild, die Patenschaft, und der Neugeborene wurde auf den Namen Karl Friedrich getauft. Die Schreibweise des Familiennamens war noch nicht eindeutig und wurde erst 1885 von Zeiss mit SZ auf Zeiss mit 2S festgelegt. Karl hatte nach einem Unfall einen Leistenbruch und musste ständig ein Bruchband tragen. Alle Söhne besuchten das Gymnasium in Weimar, hier im Bild, Karl jedoch wegen seiner Erkrankung nur bis zur vorletzten Klasse und legte daher eine vorgezogene Abiturprüfung ab. Er hatte technisches und naturwissenschaftliches Interesse und wollte Mechaniker werden. Zur Erklärung, der Erfolg der Dampfmaschinen und der aufkommenden Lokomotiven dominierte das technische Leben der Zeit. Carl Zeiss ging von 1834 bis 1838 nach Jena in die Lehre bei dem weithin bekannten Hofmechaniker der Universität, Friedrich Körner, 1778 bis 1847. Sein Lehrmeister war mit ihm als Gesellen sehr zufrieden. Parallel hörte Zeiss Vorlesungen über Naturwissenschaften an der Universität Jena. Nach der Lehre
ging er auf Wanderschaft von 1838 bis 1845 und arbeitete in verschiedenen Mechanikerwerkstätten in Stuttgart, Darmstadt, Wien und Berlin. In Wien hörte er neben der Arbeit in einer Maschinenfabrik Vorlesungen über Maschinenbau mit Abschluss und einer Auszeichnung am Polytechnischen Institut, heute die TU Wien, hier im Bild. 1846 eröffnete Carl Zeiss in Jena eine erste kleine Werkstatt für Apparatebau, hier in der Zeichnung, und suchte die Nähe zur Universität, wo er sich auch für Vorlesungen einschrieb. Zunächst konstruierte und reparierte er alle möglichen physikalischen und chemischen Instrumente, anfangs besonders Lupen aus Spiegelglas und Brillen. 1847 begann Carl Zeiss die Produktion einfacher Mikroskope, hier ein modernes Mikroskop im Schema. Diese Mikroskope waren billiger und erwiesen sich als besser als die seiner Konkurrenten inklusive seines Lehrmeisters Körner. Seine Besonderheit war die bequeme Scharfeinstellung durch Verstellen der Säule und nicht des Objekttisches wie bisher. Die Geschäfte begannen gut und bereits 1847 konnte Carl Zeiss eine neue, größere Werkstatt beziehen, hier im Bild, und den ersten Lehrling August Löber, 1830 bis 1912, einstellen. Dieser wurde später einer seiner wichtigsten Mitarbeiter und blieb bis zum Schluss bei Zeiss. Carl Zeiss hielt sich persönlich sehr zurück und lebte äußerst bescheiden. Er investierte sein verdientes Geld möglichst wieder in den Betrieb. In der Freizeit war er ein Bücherwurm oder entspannte sich bei der Gartenarbeit. Zum Familienleben. 1849 heiratete Carl Zeiss die Pfarrerstochter Bertha Schatter, 1827 bis 1850, die leider bereits 1850 bei der Geburt des ersten Sohnes Roderich starb. Dieser überlebte und arbeitete später in der väterlichen Firma mit. 1853 heiratete Zeiss ein zweites Mal, und zwar Ottilie Trinkler, 1819 bis 1897, eine Lehrerstochter, die ihren Stammbaum bis auf Martin Luther zurückführen konnte. Das Paar bekam einen Sohn und zwei Töchter. Seine Werkstatt leitete Carl Zeiss patriarchalisch und zerschlug Mikroskope, die nicht seinen hohen Qualitätsansprüchen entsprachen, mit dem Hammer auf dem Amboss ohne Entlohnung. Trotzdem herrschte ein gutes Betriebsklima mit Festen und Betriebsausflügen. Gearbeitet wurde an Werktagen von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends, mit zwei Pausen von 15 und 60 Minuten. Neue Angestellte lud Zeiss zu sich nach Hause ein und lernte sie bei einem Glas Wein besser kennen. Aus seiner privaten Bücherei wurde die Bibliothek des Maschinisten, die jedem Arbeiter frei zugänglich war. Carl Zeiss verbesserte die Mikroskope ständig. Allerdings wurden damals überall die Optiken nach dem Prinzip des Pröbelns, also des Probierens, hergestellt. Die Linsen wurden zusammengestellt, ihre Abstände verändert und so lange probiert, bis das Ergebnis eine brauchbare Optik ergab, die dann stets nachgebaut wurde. Diese relativ einfachen Mikroskope mit bis zu drei Linsen lieferten eine 200-fache, maximal 300-fache Vergrößerung. 1857 wurde als ein erster Schritt die Betriebsarbeit geteilt in eine optische Abteilung unter August Löber und einen mechanischen Teil. Höhere Vergrößerungen und eine bessere Qualität waren nur von zusammengesetzten Linsensystemen zu erwarten. Hier im Bild ein damals wegweisendes astronomisches Fernrohr von Josef von Fraunhofer. Carl Zeiss war immer vorausschauend und offen für Neuerungen. Er wollte die Linsen mathematisch berechnen lassen, was von vielen für unmöglich gehalten wurde. Eine solche Berechnung war aber doch erstmalig Josef von Fraunhofer, siehe Kapitel 20 und hier im Bild, in München 1819 für ein Fernrohrobjektiv gelungen und dem Mathematiker Josef Petzval 1807 bis 1891 in Wien
1840 für ein fotografisches Objektiv. Alle Berechnungsversuche von Zeiss selber, der sich nächtelang einarbeitete, und des Mathematikprofessors Friedrich Barfus in Jena scheiterten, sodass zunächst weiter einfache Optiken zu komplizierteren Systemen zusammengesetzt wurden. Diese wurden zwar von Wissenschaftlern in ganz Europa gelobt, hatten jedoch ihre Grenzen. Carl Zeiss verbesserte seine Objektive weiter mit einer zusätzlichen Blende unter dem Objektivtisch und Spiegeln zur Beleuchtung. 1858 konnte eine neue, größere Werkstatt in einem eigenen Haus bezogen werden, am Johannisplatz, hier rechts im Bild. Und es entwickelten sich europaweite Geschäftsbeziehungen. 1860 erhielt Zeiss die begehrte Stelle des Universitätsmechanikers in Jena. Carl Zeiss blieb hartnäckig bei seinem Ziel einer mathematischen Berechnung der Objektive und begann 1866 mit dem damals 26-jährigen Ernst Abbe die Zusammenarbeit. Dieser war damals Privatdozent an der Universität Jena. Als erstes wurde die Optikfertigung modernisiert und alle Linsensysteme zunächst auf ihre Eigenschaften geprüft mit neu konstruierten Messinstrumenten von Abbe. Das führte bereits zu einer rationelleren Produktion. Ernst Abbe fand bei Carl Zeiss jede Unterstützung und bekam den besten Mitarbeiter August Löber zugeteilt. Nach vielen Schwierigkeiten und Rückschlägen hatte Abbe mit seinen Berechnungen der Linsensysteme schließlich Erfolg. Im Katalog von 1872 wurden erstmals die Mikroskope und optischen Nebenapparate aufgrund der theoretischen Berechnungen von Professor Abbe angeboten. Diese Qualität wurde von nun an von keinem Konkurrenzprodukt mehr übertroffen. Die Geräte wurden allerdings deutlich teurer und dennoch von allen Abnehmern europaweit bestellt und von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen begeistert aufgenommen. Carl Zeiss belohnte Abbes Erfolg mit einer großzügigen Gewinnbeteiligung und nahm ihn 1875 als Teilhaber in die Firma auf. Dafür musste dieser sich verpflichten, seine Berechnungen und Publikationen als Betriebsgeheimnis nicht mit der Universität zu teilen, was dem ursprünglich frei publizierenden Akademiker sehr zuwiderlief. 1875 wurde die Zeiss Krankenkasse gegründet mit damals revolutionären Leistungen für die Arbeiter, die noch heute sehr modern wirken. Diese beinhalteten bereits vor Bismarcks Sozialgesetzgebung kostenlose ärztliche Behandlung, freie Medikamente und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Man traf sich auch nach dem Dienst gesellig und es wurde die Mechanikerbibliothek angeschafft. Die Arbeitsmoral wird in den Zeiss-Werkstätten als sehr gut beschrieben. 1876 betrug die Belegschaft 60 Leute und es wurde das 3000. Mikroskop fertiggestellt. Im gleichen Jahr trat der Sohn Roderich Zeiss in die Firma ein und übernahm die kaufmännische Leitung. Er wurde 1879 Teilhaber und erwarb sich Verdienste bei der Entwicklung mikrofotografischer Apparate. Carl Zeiss selber arbeitete weiter täglich in der Firma mit und erhielt 1880 den Titel Dr. Phil. H.C. von der Universität Jena verliehen. Ernst Abbe trieb die Modernisierung und die Vergrößerung der Firma voran. Hier ein Blick in eine Werkhalle von 1890. Er musste dabei immer wieder Widerstand in der Belegschaft überwinden. Carl Zeiss war zurückhaltend, weil er Rückschläge erlebt hatte. Er billigte jedoch die weitere Entwicklung und ab dem Anfang der 1880er Jahre auch den Übergang zum Großbetrieb. Es wurden Außenstellen der Firma in Deutschland und im Ausland eröffnet. Bisher war das optische Glas aus England, Frankreich und der Schweiz bezogen worden und von wechselnder und mäßiger Qualität. Es gelang Zeiss und Abbe, den kongenialen Chemiker und Glasfachmann Otto Schott
1851 bis 1935 aus Witten an der Ruhr hier im Bild, ab 1882 für ihre Zusammenarbeit zu gewinnen. Schott war bekannt dafür, experimentelle Glaszusammensetzungen von reproduzierbarer Qualität herzustellen. Otto Schott errichtete mit Hilfe der Firma Zeiss und mit staatlichen Zuschüssen 1884 in Jena ein glastechnisches Labor, hier im Bild zu sehen. Hier wurden zunächst in langen Versuchsreihen Gläser mit neuen optischen Eigenschaften durch Beimengungen verschiedener Stoffe entwickelt und später auch im großen Maßstab produziert, darunter die berühmten feuerfesten Gläser aus Jena. Es handelt sich dabei um Gläser mit dem Zusatz von Bohrverbindungen, die Handelsnamen wie Duran oder Pyrex tragen. Aus diesen kleinen Anfängen entstand das Jenaer Glaswerk Schott und Genossen mit Teilhabe von Zeiss und AB. Die Schott AG, hier ein Bild aus Jena heute, ist eine hundertprozentige Tochter der Carl Zeiss Stiftung. Das Glaswerk Schott AG entwickelte zahlreiche Innovationen, wie hier im Bild demonstriert, und agiert nach Wechselfällen der Geschichte wieder weltweit erfolgreich. 1886 kamen die ersten apochromatischen Mikroskopobjektive auf den Markt und wurden in Europa begeistert begrüßt. Diese Korrektur von Abbildungsfehlern, die durch verschiedene Lichtfrequenzen entstehen, erfolgt durch genau aufeinander abgestimmte Linsensysteme, hier im Schema gezeigt. Es war die Krönung des von Zeiss begonnenen und von AB energisch fortgeführten Lebenswerkes. 1885 erlitt Carl Zeiss einen leichten Schlaganfall, von dem er sich wieder erholte. Nach einer großen Feier 1886 anlässlich des 10.000. Mikroskops setzte bei Carl Zeiss ein Kräfteverfall ein und nach mehreren Schlaganfällen verstarb er am 3. Dezember 1888. Hier ist sein Grabmal in Jena im Bild zu sehen. Bei seinem Tod bestand ein florierender Großbetrieb mit gut integrierten Facharbeitern, die mit äußerster Präzision fertigten. Ernst AB würdigte seine Verdienste und setzte ihm mit der sozial zukunftsweisenden Carl Zeiss Stiftung ein bleibendes Denkmal. Daneben tragen Straßen, Schulen und der Fußballclub Carl Zeiss Jena seinen Namen. Zum Werk und der Wirkung von Carl Zeiss verweise ich auf das folgende Kapitel 61b bei Ernst AB. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Ingenieurwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Carl Zeiss und Ernst AB, erfinderisch und kreativ waren. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement am Ende. Sie werden dann automatisch über Neuerscheinungen informiert.